liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Hier seht ihr jetzt noch drei Abschnitte von unserem Gestern-Video. Gedrückt, ich gehe in die Pause. Sören ist schon vor in die Pause gerannt. Nummer zwei. So, das gieße ich jetzt langsam da rein und dann gibt es eine Explosion. Und Nummer drei. Frau Sekretärin, ich weiß jetzt nicht, wer da alles mitspielt. Nee. Und diese Geschichte heißt Der Umzug für Theo und Hanne und Christa. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen. Denn wir haben die schönsten Geschichten von Sören City. Christa, wir sollten vorsichtig machen. Wenn überhaupt, wenn wir in unser neues Haus umziehen morgen. Ja, das stimmt. Wir sollten vorsichtig machen in der Frequenz. Richtig vorsichtig. Wo ist eigentlich Theo? Der wollte noch schnell was im Supermarkt kaufen gehen. Ach so, dann lass den mal kaufen. Hallo, macht mal jemand die Tür auf. Hallo. Hallo, macht mal jemand die Tür auf. Komm rein, Theo. Okay, ich komme schon rein. Ich habe noch Ameisenspray, denn wir sollten ja in unserem neuen Haus, da gibt es ja auch mal ein paar Ameisen, die sollen wir ja einsprühen. Ja, hast du recht, Theo. Wo wohnt ihr jetzt eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Unser Haus wird noch im Moment gebaut. Ich bin mir da nicht so sicher, wo wir tatsächlich jetzt drin sind. Unser Vermieter kommt heute noch. Ich hoffe, er kommt erst um 2 und nicht um 1. Ah, das wäre schon schlimm. Oh Mist, das ist unser Vermieter. Oh nein, unser Vermieter kommt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum kommt denn jetzt unser Vermieter? Och, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wir sind doch noch gar nicht so weit. Ich komm ja schon. Oh, Sie können mich doch nicht nass spritzen. Oh, Entschuldigung. Oh, Sie können mich doch nicht nass spritzen. Entschuldigung. Und schon wieder eine Stunde Sport. Das gibt es nicht. Wieder eine Stunde Sport. Auf diese Stunde freue ich mich besonders. Da hat doch unser Sportlehrer gesagt, wir spielen Fußball. Krass. Hat man ihnen denn keine Manieren zu Hause beigebracht? Es tut mir ja leid. Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich Sie damit was gespritzt habe. Was ist das für ein Spray? Ich spüre das immer noch. Das ist Ameisenspray. Ameisenspray? Wie ekelhaft. Übrigens, wenn ich gleich wieder oben bin, stelle ich mich vor. Boah, aber nicht bei Ihnen. Und durch den dadurch entstehenden Druck gab es dann ja jetzt eine richtig tolle Explosion, was es sehr oft nicht gibt, was ich richtig krass fand. Und, spielen wir in dieser Runde Fußball? Und? Jetzt beruhig dich doch erstmal. Erstmal müssen wir alles wegstellen und das dauert auch wieder 15 Minuten. Gibt's ja nicht. Wie sieht denn der Flur aus? So kann doch kein Flur aussehen. Also hier muss ich dem Hausmeister nochmal Bescheid sagen. Herr Hausmeister, würden Sie unten im Flur nochmal aufräumen? Da habe ich erst geputzt. Wieso? Weil es da immer noch dreckig aussieht, Herr Hausmeister. Wissen Sie das? Nö, weiß ich eigentlich nicht.
Also ist mir auch egal. Guten Tag, ich bin Ihr Vermieter dessen Wohnung, der neuen Wohnort. Informieren Sie sich unter der 01379 bei mir. Okay. Machen wir. Tschüss. Und wenn Sie das Haus haben wollen, dann... Wir wollen das sowieso haben. Wir wollen doch hier nicht in diesem kleinen Haus wohnen. Wir wollen doch auch mal übernachten. Das stimmt, da haben Sie recht. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Theo, du kannst diese Dame doch nicht mit dem Ameisenspray ansprühen. Ja, ich habe mich doch bei ihr entschuldigt und habe gesagt, dass es mir leid tut. Du kannst doch aber niemanden nass spritzen, das geht doch nicht. Stimmt auch wieder. Mann, ich weiß, wenn wir so weitermachen, dann sind wir hier ewig noch dran. Los, wir müssen alles wegstellen. Lena und Sören, ihr geht an den Kasten. Okay, machen wir. Wo denn hin, Herr Christensen? Also geradeaus weiter. Okay. Oh, Mann. Man ewig da so. Man braucht ja ewig dafür. Mann. Man sieht sie ja gar nicht mehr, Herr Christensen. Ja, ich bin ja auch groß und stark. Wir müssen noch alles schön stapeln. Okay, machen wir. So, dann müssen wir nur noch aufräumen. Das stimmt. Das Putzen machen wir gleich noch. Gut, dann lass uns zur Sekretärin gehen. Wir fahren mit dem Aufzug. Hoffentlich ist deine Mama zu Hause. Ich glaube, dass sie zu Hause ist. Und hoch. Das ist eigentlich ganz gut. Guten Tag, Frau Sekretärin. Frau Christina. Johann fühlt sich nicht so gut. Alles klar, ich informiere die Mama. Klinglingling, klinglingling, klinglingling. Ja, guten Tag. Guten Tag, hier ist die Sekretärin der Schule von Sören City. Ich wollte nur sagen, Johann fühlt sich nicht so gut. Könnten Sie ihn abholen? Ja, alles klar, ich komme gleich vorbei. Gut. Kinder, ihr müsst mal Platz hier machen, los. Schnell. Wir machen ja Platz. Sie sind mir auch einer. Oder eine. So, dann schnell rein. Aber dann... Ach, grüß dich. Dann wollen wir doch mal nach Hause. Wie geht's denn dir? Ich hab jetzt nichts gemacht. Ich hab ihn noch nicht mal an die Stirn gefühlt. Ich glaube, ich pack mal an die Stirn. Die Stirn ist ganz warm. Vielleicht hat er Fieber. Könnte sein. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und den Umzug von Hanne, Christa und Theo, den sehen Sie ja nochmal. Das ist dann Teil 2. Wir wünschen Ihnen dann den Daumen ein. Entschuldigung, hab mich versprochen. Machen Sie diesem Video einen Daumen hoch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.